Hallo allerseits, ich bin hier auf der Spielwarenmesse, auf der Press-Preview und bin hier bei Jonathan Felder von der Firma Cosmos. Der ist mit der Initiator oder Entwickler oder Ideengeber dieses neuen Roboters, der hier sich bewegt. Jetzt gestengesteuert künstliche Intelligenz. Herr Felder, wie kam es zu dieser Idee? Ja, also wir waren schon ganz lang auf der Suche nach einer Idee für einen Experimentierkasten mit KI. Wir wollten eben diese relevante, gesellschaftlich relevante Technologie den Kindern mit einem Experimentierkasten näher bringen. Und das haben wir jetzt mit Mika umgesetzt. Sie haben ja vor 3 Jahren schon mal einen Roboterbaukasten gehabt. Das war der Proxy. Der kam damals raus als Baukasten und Sie haben auch hier das als Baukasten konzipiert. Den können wir uns ja vielleicht mal ganz kurz anschauen, wie genau das dann so läuft mit dem Baukasten. Also der Proxy, da ging es um das Thema Programmieren lernen. Bei Mika geht es jetzt nicht ums Programmieren, sondern um das Thema künstliche Intelligenz. Und wir haben auch wieder einen Roboter als Bausatz. Hier kann man mal die Einzelteile sehen. Das heißt, den baue ich komplett zusammen? Genau, also aus über 100 Einzelteilen wird er zusammengebaut, damit Kinder eben an der Stelle schon ein Verständnis für die Technik, die da im Roboter drinsteckt, dass sie da ein Verständnis für bekommen. Kurz ein Blick ins Handbuch. Ja, das Handbuch ist in dem Fall ein ganz wichtiger Bestandteil, weil hier viel Hintergrundwissen vermittelt wird. Wir haben die in Kooperation mit dem Tübingen AI Center geschrieben. Wir haben ja bei allen unseren Robotern einen Comic dabei. Danach folgt dann die Aufbauanleitung. Und zwischendurch gibt es schon mal die erste Wissensdusche über künstliche Intelligenz. Was ist KI? Wer ist Alan Turing? Warum sind Computer so gut im Schachspielen? Und dann geht es hinten natürlich weiter. Als Einstieg, wie denken Menschen, wie lernen Menschen, wie verhält sich das im Vergleich zu Robotern oder beziehungsweise KI? Dann gibt es hier ein kleines Experiment. Dann werden die Funktionen erklärt. Und hier wird dann in aller Ausführlichkeit erklärt, wie man die App bedient. Gefolgt auch wichtig, wir haben dem Datenschutz eine ganze Doppelseite gewidmet. Hier wird zielgruppengerecht erklärt, wie das Datenschutzkonzept umgesetzt wurde. Und dann kommen eben noch weitere Informationen zum Thema KI, Chancen, aber auch Risiken. Also das Thema wird auch durchaus kritisch beleuchtet und soll einfach der nachwachsenden Generation ein gewisses Rüstzeug an die Hand geben, zu verstehen, wie KI funktioniert, wo die Chancen, wo die Risiken liegen, was auch die Zukunft bringt, um dafür gewappnet zu sein. Und ganz am Schluss noch ein schönes Experiment. Da kann man sich seine eigene KI mit Pappbechern und Zetteln bauen. Wirklich sehr interessantes Spiel. Sollte jeder mal ausprobiert haben. Ja, und dann geht es darum, dem Roboter beizubringen, auf meine Gesten zu reagieren. Also er läuft vorwärts, rückwärts, links, rechts, stopp, basierend auf den Gesten, die ich dem Roboter beigebracht habe. Welche Gesten ich wähle, kann ich selber aussuchen. Und das Gleiche funktioniert auch mit Audios. Das heißt, ich kann auch dem Roboter beibringen, auf Geräusche, die ich mir selber ausgedacht habe, zu reagieren. Zum Beispiel knack, klatschen, pfeifen, schnippen, irgendwo scharren. Ganz egal, ich bestimme, welche Funktion auslöst. Und das bringe ich dem Roboter bei, in der App. Und die App, die ist aber nicht im Roboter, sondern im Smartphone? Die ist im Smartphone. Die sehen wir hier. Also hier hat man erstmal ein paar Basic-Funktionen, Fernsteuern. Da kann man das LED-Display kontrollieren. Und ein ganz wichtiger Teil, ja, man sieht schon, also die App erkennt jetzt meine Gliedmaßen,
verschiedene Punkte im Gesicht. Und hier kann ich eben die Funktion bestimmen. Also links, rechts, geradeaus, zurück, stopp. Und jetzt überlege ich mir eine Geste. Zum Beispiel Arm nach oben, linker Arm nach oben für links. Dann drücke ich auf Play und dann werden 50 Datenproben gesammelt. Und die Daten sind eben die Grundlage für das KI-Training. Je besser meine Daten sind, umso besser funktioniert nachher das Training. Und das Training findet hier statt. Das heißt, ich kann mir jede beliebige Geste einfallen lassen. Ganz rein. Genau. Prinzipiell könnte ich dann sogar sagen, ich zwinker immer nur mit dem linken Auge. Ja, man braucht insgesamt 12 erkannte Punkte. Also rein mit Mimiken geht es nicht, aber ich kann den Kopf zum Beispiel neigen. Ich kann auch meine Beine einsetzen. Und hier kann ich dann verschiedene Parameter einstellen. Anzahl der, also wie oft werden meine Daten der KI gezeigt und so weiter. Das kann ich ja einstellen. Dann drücke ich auf Start und dann habe ich hier die Kontrolle, hat mein Training gut geklappt. Also wenn meine Kurve hier bei annähernd 100% ist, dann habe ich die Kontrolle, mein Training war gut. Und hier kann ich erkennen in der Matrix, ob ein Risiko besteht, dass manche Gesten eventuell verwechselt werden. Also so sieht eigentlich ein optimales Trainingsergebnis aus. Und hier auf Play geht es dann los. Hier wende ich dann meine Gesten an oder eben meine Audios. Audio kann ich mal auch kurz zeigen. Ist hier auf der Messe natürlich schwierig, weil es so laut ist. Kann ich, glaube ich, sparen. Genau. Also und man sieht schon hier. Das ganze Datenfluss zwischen dem Proxy, zwischen dem Mika und der App, das ist irgendwie dann auch mit dem Internet verbunden. Oder haben Sie davor gesorgt, dass da nichts passieren kann mit den Daten? Genau, also der Datenschutz, gerade weil wir Kamera und Mikrofon einsetzen, das war uns ein ganz wichtiges Anliegen. Und das haben wir von Anfang an mit ins Konzept eingebunden. Die App wird einmal runtergeladen und funktioniert dann komplett offline. Wie gesagt, wir arbeiten mit Kamera und Mikrofon. Es werden aber keine Bilder und keine Audios gespeichert, sondern nur abstrakte Metadaten. Und die kommen nicht ins Internet. Die KI-Berechnungen werden lokal auf dem Handy vorgenommen. Und das ist auch, soweit ich weiß, sind wir die Ersten, die das gemacht haben. Das ist auch ein bisschen die Innovation dahinter, dass es alles lokal auf dem Handy stattfindet und keine Daten ins Internet gelangen. Gut, dann können wir uns den mal nochmal in Funktion anschauen und Sie können mal zeigen mit den Gesten, genau, was man so anstellen kann. Wie viele Gesten kann ich jetzt insgesamt erfassen? Genau, also wir haben, ich gehe mal kurz rüber zum Tisch, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Wir haben insgesamt 5 Roboterfunktionen, die ich bestimmen kann. Das ist, ich zeige es nochmal. Links, rechts, vor, zurück und stopp. Und jetzt schauen wir uns mal an. Ich habe meine Gesten ausgesucht und eintrainiert. Und die wende ich jetzt einfach mal an. Wenn ich einfach nur dastehe, ist das meine Geste für Stopp. Das ist die Linksdrehung, die Rechtsdrehung, geradeauslaufen und zurück. Das sind jetzt die 5 Funktionen und Gesten, die ich dem Roboter beigebracht habe. Und ja, man kann sich das mit der Audiofunktion genauso vorstellen. Ich überlege mir eben Geräusche, bringe sie dem Roboter bei, ordne sie gewissen Funktionen zu. Und das heißt, der Roboter kann dann auch Geräusche von sich geben? Das kann er auch, aber ich muss die Geräusche machen, damit der Roboter auf mich reagiert. Gut, das heißt, ich kann statt einer Geste eine Spracherkennung quasi machen. Ja. Es ist explizit tatsächlich keine Spracherkennung, weil Sprache, Wörter hören sich manchmal für die KI sehr ähnlich an. Deswegen, um eine robustere Funktion zu haben, haben wir eine Audioerkennung, also wir arbeiten mit Geräuschen. Es ist, umso mehr sich die Geräusche unterscheiden, umso robuster ist nachher die Funktion. Ich kann zum Beispiel ein Wort nehmen, einmal klatschen, einmal pfeifen. Das wären jetzt Geräusche, die sich sehr gut voneinander unterscheiden. Und da kann ich dann davon ausgehen, dass ich eine robuste Funktion damit hinbekomme. Robustes KI-Modell. Ich höre jetzt schon langsam, kommt hier Hintergrundlärm. Ich frage jetzt lieber gleich, bevor es zu laut wird, die Frage, die vielleicht einige interessiert, so ein Experimentierkasten.
ist ja wahrscheinlich nicht ganz billig. Der Proxy hat schon 119 Euro gekostet vor 3 Jahren. Genau. Dann wird der jetzt das Doppelte kosten. Wir haben es immerhin geschafft, den Preis stabil zu halten. Mika kostet auch wieder 119,99. Ist für einen Experimentierkasten natürlich nicht günstig. Aber wir haben den Preis im Vergleich zu Proxy stabil halten können. Wann kommt der auf den Markt? Im Juli 2023, im Sommer. Gut, dann bedanke ich mich beim Jonathan Felder von der Firma Cosmo zur Vorstellung dieses Mika, dieses Experimentierkastens für künstliche Intelligenz. Und ich wünsche einen schönen Messeverlauf. Danke, tschüss.